Hallo, liebe Freunde von Schmerzfrei Leben. Heute habe ich wieder wichtige, ich möchte schon sagen, wieder lebenswichtige Informationen für euch. Wer meinen Informationsdienst verfolgt und meine Blogs in der Vergangenheit gelesen hat, der weiß, dass ich schon an gleicher Stelle auch eine wichtige Information bringen konnte. Damals, das war vor über 2 Jahren, ich war damals gerade mal 60 Jahre alt und kam vom ersten Lauf wieder nach einem Muskelfaserriss. Und ich fühlte mich sehr wohl. Und wie ist es entstanden, dass ich keine Schmerzen mehr hatte und das nach wenigen Tagen? Ich berichtete damals, dass ich mit dem kleinsten Schmerztherapiegerät der Welt, zur Hochton- und Frequenztherapie, mit dem kleinsten und effektivsten Gerät der Welt, was gerade mal so groß ist wie eine Münze, dass ich mit dem Gerät schmerzfrei wurde, schon nach wenigen Tagen und wieder selbst mein Joggen durchführen konnte. Und diese Information, die verbreitet sich ungeheuer schnell und ich kann euch sagen, das war eine riesen Erfolgsgeschichte für mich, denn es meldeten sich nicht nur ebenfalls Sportler, die Schmerzen hatten, aufgrund einer Sportverletzung, die in dem Alter waren wie ich, sondern auch die Mannschaftsärzte von großen Profisportclubs und die Sportler selbst meldeten sich und sie setzten nach ihren Sportverletzungen das kleine Gerät ein. Und ich kann euch sagen, das ist also, ich bin sehr, sehr stolz auf diesen Erfolg und ich habe damit auch zu Profisportlern gute Verbindungen und Freundschaften aufgebaut. Und sie sind froh, dass sie mit nur wenig Ausfall nach einem Muskelfaserriss, also nach einer Sportverletzung, wieder voll leistungsfähig sind. Heute, über 2 Jahre später, will ich euch eine andere Information bringen. Ich komme nämlich gerade vom Joggen. Ich habe mich nicht versprochen, ich komme vom Joggen. Und warum sage ich nicht Joggen? Wartet es ab, ich teile es euch gleich mit. Jetzt gehe ich erst einmal duschen und dann erfahrt ihr mehr. Zunächst erst einmal möchte ich darum bitten, dass du im vorangegangenen ersten Videoteil zu verzeihen. Aber im Gewande des Sportlers konnte ich nicht anders. Jetzt bin ich wieder zurück nach dem Duschen und fühle mich wohl. Auf geht es zu Teil 11 meines Infodienstes. Ja, das Joggenwort habe ich mir von dem Präventionswissenschaftler Gerd von Kunhardt entliehen. Was möchte ich also in diesem Zusammenhang bemerken heute? Im Teil 11 meines Infodienstes, Leben ohne Krankheit. Es geht um Lebensweise und einige Handhabungen, die vorteilhaft sind für ein Leben ohne Krankheit. Ich möchte heute hinzufügen, ein langes Leben. Jedenfalls geht es heute mal nicht vordergründig um Medizintechnik, das Fach, in das ich doch anscheinend etwas verliebt bin. Heute geht es um Lebensweise oder sagen wir Handlungsweise für ein gutes, langes Leben. Der schon zu Beginn von mir erwähnte Gerd von Kunhardt hat in seinem Buch für mich persönlich Bedeutendes geleistet. Er scheint sowieso eine sehr bedeutende Persönlichkeit zu sein. Auf seine Erkenntnisse und Entdeckungen werden wir im Verlaufe weiterer Infodienste noch zurückkommen. Der ehemalige Olympiasportler, jetzt ist er um die 75 Jahre alt, begründet wissenschaftlich, dass schweißtreibender Sport für den Menschen nichts Gutes bedeuten kann. Einen Marathon kann der ehemalige Olympiateilnehmer der Leichtathletik im Fünfkampf schon Jahrzehnte nichts Gutes mehr abgewinnen. Und somit verhält er sich in seinem Leben ganz anders als andere Leistungssportler. Mag das vielleicht der Grund sein, dass von Kunhardt keine ehemaligen Sportkameraden mehr hat, die heute noch am Leben sind? Die Lebenserwartung von Hochleistungssportlern ist deutlich geringer als die anderer Menschen. Alle ehemaligen Sportfreunde von ihm sind schon tot. Nachdem ich diese zumindest eigenartige Haltung eines Hochleistungssportlers zum Leistungssport kennengelernt habe, interessiert mich noch mehr, was von Kunhardt so schreibt. Als Autor mehrerer Bücher geht er der Frage nach, warum leben einige Menschen 120 Jahre gut, während andere schon vor dem 75. Lebensjahr sterben. Er besuchte weltweit viele Menschen, die weit über 100 Jahre alt wurden und erforschte die Hintergründe des langen, gesunden Lebens. Nun mag man annehmen, dass das alles Menschen sind, die ihr Leben lang viel Sport getrieben haben, um gesund zu bleiben und sich immer mediterran ernähren. Viel Fisch, frisches Obst und Gemüse. Das dachte ich zumindest.
Jedenfalls erwartete ich für das Erreichen eines hohen Lebensalters eine große Abhängigkeit von gesunder Ernährung. Das würden wohl alle gesund alt werdenden gleich tun, meinte ich. Dem ist jedoch bei weitem nicht so. Die weit über 100-Jährigen ernähren sich sehr unterschiedlich. Auf den bekannten japanischen, griechischen oder italienischen Inseln, wo es nur so von alten, gesunden Menschen wimmelt, isst man schon viel frisches Gemüse, Obst und Fisch. Das stimmt. Den Menschen dort geht es auch so gut, dass man ihnen nachsagt, dass sie vergessen haben zu sterben. Aber gehen wir weiter nach Afrika, zu den Tuareg. Sie ernähren sich nur von tierischem Blut. Die Menschen im nördlichen Teil von Sibirien mit ca. minus 50 Grad Celsius und Dauerfrost wissen gar nicht, was Obst oder Gemüse ist. Sie ernähren sich fast ausschließlich von Pferdefleisch. Die Hunzas im Himalaya in über 3000 Meter Höhe werden 120 Jahre alt. Das in karger Umgebung. Sie essen Jackfleisch. Die Menschen in Peru, wo von Kuhnhardt im Hochland die älteste Frau mit 128 Jahren angetroffen hat, essen wieder etwas völlig anderes. Allen so alt werdenden Menschen ist gleich, dass sie sich täglich ausreichend bewegen, keine Pensionierung kennen und oft tanzen oder spielen. Es gibt keine konkreten Bedingungen von der Zusammensetzung der Ernährung, die das Altwerden begünstigen. Es gibt jedoch einige andere Indizien, warum die Menschen in einigen Regionen älter werden bezüglich des Essens. Sie essen sich nämlich niemals völlig satt, sondern stets nur zu 80%. Jedenfalls wurde mein Bedürfnis nach Kennenlernen der Superaltersfrucht nicht befriedigt. Während die einen frisches Obst, Gemüse und Fisch essen, leben andere von Jackfleisch oder Dürrfleisch von Rindern. Sport fassen die Alten so auf, dass er nur die Bewegung hergeben muss. Möglichst täglich. So spielen sie Polo auf kleinen Pferden oder sogar Volleyball, noch als 100-Jährige. Jedenfalls treiben sie nicht Sport in einer uns bekannten Form, die zum Schweißtreiben führt. Alles geht harmonisch und gemächlich vonstatten. Stets wird die Tätigkeit von kleinen, schöpferischen Pausen unterbrochen. Von Kuhnhardt hat noch viele andere Beobachtungen gemacht, deren Inhalt für unser Leben ohne Krankheit von großer Bedeutung sein kann. Dazu später. Jetzt will ich noch einmal auf das Joggeln zurückkommen. Joggeln heißt gemächlich joggen. So, dass täglich gerade mal für etwa 15 bis 45 Minuten je nach Bedarf die Erdanziehung überwunden wird. Von Kuhnhardt selbst zieht dem Joggeln anscheinend das Trampolin vor, was er täglich für ca. 15 Minuten gemächlich nutzt. Jedenfalls vertritt von Kuhnhardt die These, erst durch Bewegung wird Nahrung wertvoll. Das belegt er in seinem Buch auch. Ich für mich habe bezüglich meiner Bewegung einen Schluss aus dem Buch »Ein Leben lang leben« gezogen. Ich jogge nicht mehr, sondern ich joggle. Das macht mir Spaß und hält mich offensichtlich jung. Für mich heißt das, täglich für ca. 8 Kilometer 48 bis 52 Minuten zu brauchen. Meine Strecke ist etwas hügelig. Ich sorge dafür, dass mich das nicht anstrengt. Am Ende jeder Tour prüfe ich immer, ob ich das Maß der Belastung richtig getroffen habe, indem ich mir selbst die gestellte Frage beantworte: Empfinde ich am Ende des Laufes meine Belastung so, dass ich meine, noch weiter laufen zu können? Es geht also um mein psychisches Empfinden. Auch hier, wie beim Essen, sind 80% angeraten. Es gibt noch viel mehr von Kuhnhardt zu lernen. Der Mann scheint richtig zu liegen. Deshalb komme ich noch öfter auf ihn zurück. Vielleicht kann ich ihn zu einem Interview für unseren Infodienst gewinnen. Nur für diejenigen, die sich selbst für das Buch »Ein Leben lang leben« interessieren und es deshalb selbst haben wollen, hier der Link, um das zu erwerben. Klicken Sie einfach auf die Grafik. Zusammenfassung zum heutigen Teil 11 meines Infodienstes. Was haben wir gelernt von denen, die gesund
120 Jahre alt werden. Bewegung ist wichtig und notwendig. Möglichst täglich. Dabei sollte die Bewegung nicht zum Schweißtreiben führen. Erst so ist es gut. Dann wird auch unsere Nahrung wertvoll. Heute also mal ohne Medizintechnik, aber deshalb ein nicht unwichtigerer Stoff im Teil 11. Freuen Sie sich auf morgen, dann geht es um Krebs und Cyberknife.